Ja, ein zweites Märchen für heute. Und das kommt auch aus dem fernen Osten, aus Japan. Und eigentlich sollte man diese Geschichte nicht erzählen. Nein, sie ist peinlich. Sie ist wirklich peinlich. Vor allem der jungen Frau war es peinlich, um die es geht. Ja, sie war hübsch. Sie war sehr hübsch. Aber nun gut, sprechen wir die Dinge aus, wie sie waren. Sie hatte ein ziemliches Problem. Sie hatte entsetzlich laute und starke Winde. Pff. Zu Hause ging das ja noch. Aber irgendwann kam die Heiratsvermittlerin und die junge Frau stimmte zu, einen jungen Mann aus einem etwas entfernten Dorf zu heiraten. Und bevor sie sich auf den Weg machte zu ihrem künftigen Ehemann, da sagte ihre Mutter: Hör zu, mein Kind, hier im Haus mit deinen Winden in Ordnung. Wir kennen das. Aber bei deinem Ehemann, da musst du dich zurückhalten in seinem Haus. Sonst ist das eine schreckliche Schande für dich und auch für uns. Also halte dich zurück. Ja, Mutter, das will ich tun, versprach die junge Frau, und sie begab sich in dieses etwas entfernte Dorf zu ihrem Ehemann, einem freundlichen jungen Mann, und sie heirateten und sie zog in das Haus ihres Mannes. Ja, da lebte sie nun bei ihm und der Schwiegermutter seiner Mutter. Eine sehr freundliche Frau. Und sie, junge Frau, ich sage euch, sie hielt die Winde zurück. Wie heftig es sie auch drängte, sie hielt's zurück. Sie bekam Bauchschmerzen, arge Bauchschmerzen. Nach 3 Tagen, als sie mit ihrer Schwiegermutter am Frühstück saß, am Frühstückstisch, beim Frühstück saß, da hatte sie richtige Bauchkrämpfe und wand sich vor Schmerzen. Oh. Und die Schwiegermutter fragte: Mein Kind, was ist mit dir? Ja, weißt du denn, was mit dir ist? Ja. Ja, dann sag es doch. Ich habe so starke Winde. Ja, und die müssen raus, sagte die Schwiegermutter, sonst natürlich hast du entsetzliche Bauchschmerzen, wenn du die nicht rauslässt. Du musst sie rauslassen. Wirklich? Ja, ohne zu zögern. Jetzt. Lass sie raus. Wirklich? Ja, mach. Da stand die junge Frau auf, lüftete ihren Rock. Und pff, es war ein Sturmwind, der blies ihre Schwiegermutter aus dem kleinen Haus hinaus bis aufs Feld, wo der junge Mann arbeitete, ihr Ehemann. Und er sah seine Mutter da auf dem Stuhl dahergeflogen kommen und fragte: Ja, was ist denn hier los? Und seine Mutter erzählte ihm alles. Nein. Nein. Nein, das geht nicht. Also meine Frau ist schön und freundlich und gut, aber das geht nicht. Nein, die kann nicht bei mir bleiben. Sie muss zurück zu ihren Eltern. Nein, 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 die kann nicht meine Frau sein. Und er begab sich mit seiner Mutter zurück ins Haus. Nun, die junge Frau, die hatte schon erwartet, was da kommen würde. Sie hatte ihre Sachen schon gepackt. Komm mit, sagt er, ich bring dich zurück zu deinen Eltern. Und so machten sie sich auf den Weg und sie folgte ihm. Und so 2, 3 Schritt Abstand hinter ihm ging sie. Und sie kamen nach einiger Zeit an einer Wiese vorbei und da waren einige Männer an einem hohen Apfelbaum. Mit langen Stöcken versuchten sie, die Äpfel vom Baum herunterzuschlagen, aber die Äpfel hingen sehr hoch oben und die kamen nicht dran. Die junge Frau hielt an und fragte ihren Mann: Gestattest du, dass ich ihnen helfe? Mach. Sie lüftete ihren Rock und ein Sturmwind entfuhr ihr, schüttelte und rüttelte den Apfelbaum und alle Äpfel fielen herunter.
Ja, die Männer bedankten sich und schenkten ihr einen Korb voller Äpfel. Nun, den nahm sie, gab ihn ihrem Mann, der nahm den Korb wortlos und ging weiter zu ihrem Heimatdorf, und sie folgte ihm. Nach einiger Zeit kamen sie an einen Fluss. In der Mitte des Flusses sahen sie einige Boote, die Segel gesetzt hatten und da fuhren. Am Ufer, nahe beim Ufer, war auch ein Boot, das Segel gesetzt hatte, aber da war kein richtiger Wind. Der Wind griff nicht in die Segel, das Boot kam nicht in die Mitte des Stromes und dümpelte so am Ufer vor sich hin. Und die Matrosen versuchten zu rudern, aber das Boot war schwer beladen. Gestattest du? Mach, sagte der Mann, und die junge Frau drehte sich mit dem Hintern zum Fluss, lüftete ihren Rock und ein gewaltiger Sturmwind entfuhr ihr und das Schiff, das Boot war im Nu in der Mitte des Flusses und die Matrosen riefen ihr Dank zu, du bekommst einen Sack voller Reis zum Dank. Das kümmerte den Mann nicht, komm mit, sagte er, wir gehen zu deinen Eltern. Sie kamen durch einen Wald und durch einen Hohlweg. Links finsterer Wald, rechts finsterer Wald, durch den Hohlweg. Und plötzlich stand vor ihnen ein Mann mit finsterem Gesicht, Bart, Messer in der Hand. Sie drehten sich um. Hinter ihnen stand auch so einer. Und aus dem Wald links und rechts kamen an die 20 solche Kerle, alle mit Messern bewaffnet. Und diesmal, sage ich euch, diesmal fragte die junge Frau ihren Mann nicht. Sie lüftete sofort ihren Rock und drehte sich im Kreis und blies die Räuber in alle Winde, in alle Himmelsrichtungen, ja, mit ihren Winden. Der Mann schaute sie an. Du hast mir das Leben gerettet. Du bleibst meine Frau. Und so kehrten sie zurück in sein Dorf. Und sie lebten gut miteinander. Und sie fanden einen Weg, mit den starken Winden umzugehen. Und es hatte sich ja gezeigt, dass die manchmal ein großer Vorteil waren. Ja, dieses Märchen ist eines derjenigen, die ich durch Regina Sommer kennengelernt habe, die Erzählerin aus Aachen, die dort 21 Mal das internationale Erzählfestival durchgeführt hat, das erste Mal 1997, das letzte Mal 2017, 21 Mal, ja, und von der ich einige Märchen kennengelernt habe, ihr könnt sie auch im Internet finden, ich denke auch auf YouTube. Ja, und weil das jetzt so gut geht, kommt noch eine dritte kleine Geschichte von Nasreddin.